Freunde der Nacht, es geht weiter mit WoW Vanilla. Wir sind hier ja an der verlassenen Küste und sind dabei, Wasserelementare zu erledigen. Vielleicht können die ja sogar Essenz des Wassers droppen. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Wäre natürlich cool. Da müsste ich gleich mal kurz googeln nach. Das wäre natürlich klasse. Wenn die wirklich in der Lage wären, muss ich mal eben ganz kurz schneuzen und mute mich mal eben. So, hochlebe die Mute-Funktion. Schauen wir mal. Ich dachte gerade für eine Sekunde. Hi. Die heißen Meereselementar. So. WoW hat Classic. Nee, können die nicht droppen. Können die leider nicht droppen. Sie können Wasserelementarkern droppen. Meeresschauer. Und dann haben wir Meeresschauer hier. Auch die? Ich bin außer Reichweite. Sind nicht in der Lage. Das Element zu droppen. Ich weiß gerade gar nicht. Element des Wassers. Wie heißt denn das Zeug? Ich hab's schon wieder vergessen. Es gab so viele Urelemente im Laufe der Zeit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Es wäre mal interessant, was die denn. Was so ein Wasserelementarkern wert ist. Weil die können die. Ja, hier habe ich. Nee, das sind ja. Doch. Natürlich, Blödsinn. Das ist Questgegenstand. Die droppen übrigens zu 39%. Urwasser ist auch das Falsche. Loot. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht beendet. Nee, hier gibt es geringe Wasserelementare. Das waren die Elementare auf dieser einen Insel. Östlich im Schlingendorntal, wenn ihr euch erinnert.
Toxinschrecken. Ja, Essenz des Wassers. Essenz des Wassers, so heißen sie. Ja. Die droppen. Ah, die sind immer so 55 Level Minimum. Also die kann man nur machen, wenn man ein höheres Level hat. Schade, ich hätte es irgendwie cool gefunden. Mal kurz gucken. Im Teufelswald, Toxinschrecken heißen die. Hier mal als Info hier, das sind die hier. Toxinschrecken, so sehen die aus. Und die droppen halt zu 6% Essenz des Wassers. Immer noch auf. Essenz. Das kann man hier nicht finden, ne? Oh, ist tot. Ja, dann habe ich jetzt ein Problem. Habe ich nicht drauf geachtet. Sehr nervig. So. Das ist der Oberas. Ich muss mir noch mal kurz die Nase schneuzen. Ich bitte um Entschuldigung. Also am Anfang war ich echt auch ein bisschen unsicher, ob das, was ich da hatte, nicht eventuell doch Corona ist oder sowas. Aber wie gesagt, es ist nicht ansatzweise doll genug, auch wenn es natürlich mildere Formen gibt. Aber... unabhängig davon... habe ich einfach nicht wirklich Husten gehabt. Also... ich hatte schon Erkältungen, die waren schlimmer als das, was ich hier habe. Also schon mehrmals. Das würde ich eher als mild ansehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Boah, ey, diese Kerne droppen bescheiden. Komm her, Riese. Oh. Macht er da? Komm ich hier zu nah? Können die vielleicht was Schönes droppen? Ist ja immer schön mal zu gucken. WoW Head Classic hat immer gute Infos. Aber die droppen Notsignalgeber.
Aber den brauchen wir halt, wie gesagt, nicht. Ansonsten hat er hier nichts. Er hat natürlich einen riesengroßen Lootpool hier mit grünen Items, aber... Das sind dann wirklich, da reden wir von 0,01% Chancen. Das ist zu weit entfernt. Das Gefährliche beim Muten, wenn ich mich zum Beispiel schneuze oder so, jetzt während meiner Erkältungszeit, ist, dass ich vergesse, mich wieder zu entmuten und dann die ganze Zeit für Gott und die Welt rede, ohne dass sie mich hört. Aber ein gekonnter Blick auf den rechten Bildschirm hat mir gezeigt, nein. Ich war nicht noch gemutet. Übrigens, was ich dieses Jahr gar nicht gemacht habe, oder dieses Jahr, letztes Jahr war ich, glaube ich, gar nicht erkältet. Was ich dieses Mal bei meiner Erkältung gar nicht gemacht habe, ist Walking Dead zu schauen. Das ist ja nicht das normalerweise gewesen, womit ich mir die Zeit vertreibe beim Kränkeln, aber... Diesmal nicht. Ja, ich glaube, ich gehe wieder in diese Richtung, ne? Das war 49. Was ich mir vielleicht mal doch für ein Addon holen sollte, ist oben, um einfach einen Agro-Überblick zu haben. Das lädt immer noch auf. Alle Level 60 hier. Nur ich nicht. Wie viele Jäger haben wir eigentlich? Schon ein paar. 4 auf Level 60. Mit 897.000 Punkten hier. Boah, die haben aber richtig viel Punkte. Elementarwasser. Das ist 3 Gold wert? Wow. Gut, liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Sind wir noch nicht? Haben noch ein paar Sekunden. Dann mache ich noch einen. Dann mach ich noch einen. Ich dachte gerade, es wäre schon ein bisschen später. Gut, ist aber auch selten, ne? Wir haben ja jetzt von den ganzen Viechern, die wir erledigt haben, das ist das erste Elementarwasser, das wir bekommen. Thank you.
noch nicht wirken. So, jetzt aber. Liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit WoW Vanilla. Macht's gut, bis übermorgen. Ciao.